auch. Ja, mal registrieren, ja. Der Master of Disaster, das machst du. Ja, ja. Zum Thema um 3 ins Bett gehen. Aha. Aha, jetzt haben wir schon 33 Minuten drüber. Aha. Kann ich gleich durchmachen. Aha. Ja, und ich alleine. So wie ich euch kenne, geht ihr gleich alle pennen. Was? Hast du einen Schatten? Ist du so? Ach so, und Amazon hat das Datum auch wieder rausgenommen. Danke für das DLC und ich heiße Mackie. Okay, Mackie, ja. Viel Spaß mit dem DLC, ne? Und. Ich brauch keine Scheiße damit. Ich brauch kein. Wie sag ich immer, lass ihn schwingen, bis das Holz splittert. Hey, lieber eine Latte in der Hose als ein Brett vor dem Kopf, ja? Alter, stellenweise leckt's bei mir brutal, aber es läuft eigentlich alles so. Ich rase hier mit 40 FPS auf höchsten Einstellungen. Ja, ich habe auch 1900 Aufstellung, so, Einstellung. Ich bin ein offizielles Forum-Mitglied von Road Raider GmbH. Okay. Und was macht's hier so? Wie viele Leute seid ihr, LBMU? Sagt einfach Mackie. Was ja, oder Mackie, ja, Mackie, Entschuldigung, was, Mackie. Ist in den Dings drin, oder was? Ja, ich hab mich ja registriert, halt nur, ne? So, herzlichen. Da rein, oder? Ja, guck, ich überleg's mir halt. Auf jeden Fall, die Lackierung von Road Raider GmbH sieht mal richtig Porno, oder? Eine geile Farbmischung. Gefällt mir. Wie gesagt, bei iPhone brauchst du jetzt nicht. Da gibt's auch LS15 in beiden Server wieder. Ja, ich habe ja schon LS15 gekauft. Ja, LS13 gibt es auch noch einen Server, da weiß ich aber noch nichts weiter. So. Oh, das Bier geht aus, ich glaube, ich darf mal ein Bier holen. Steht, Digga, Bier. Rabi, wollen wir noch alkoholische Strecke fahren, Alter? Ah, schau viel locker noch. Wir haben jetzt noch da 3 Bierchen und dann machen wir durch bis um 6. Bis um 6, ja, du gehst 6 offline. Boah, hat ein Gruppenfoto. Ja, du, ganz ehrlich, also, ich bin heute so. Um 3 Stunden im Bett sein. Ja, dann geh, tschüss. Bist du denn weg? Nee, war aber Spaß. Du setzt dir ein Ziel und dann zockst du einfach weiter. Ja, ist normal. Deshalb setze ich mich ja keine Ziele mehr. Das ist genauso wie bei Tomb Raider halt. 40 Fahrer. 40 Fahrer, also macht sie Konvoi auch, oder was? Aber der ist ja. Glückwunsch. Ich hab heute einen Türken-Konvoi gesehen, Alter. Also 40 Leute im Multiplayer-Konvoi, Alter, das ist ja schon. Das ist schon heavy, ey. Aber ich fahr jetzt da bewusst zum Parkplatz, weil ich muss ja mal schiffen. Ich muss auch schon die ganze Zeit hinkeln. No? Bin gleich wieder da hier, weil. Oh. Mein Arsch, der gräbt sich in den Stuhl ein und das sagt Bier hallo. Ja, du kannst aber kein LS13 zocken und dir wie bei iPhone machen, auch Mods. Ich habe schon gehört, der hätte gute Mods machen sollen. Bei der Gola ist, ich zocke meistens mit Mods. Weil ich kaum mehr was zocke. Also ich habe den Zunhammer von dem benutzt, ne? Informationen, die wir haben. Wie kann ich mich wehren? Wie cool ich mit Waden? Ist das ein deutscher Konvoi? Ja, was? Bei dir? Ja, wo du gerade guckst. Ja, klar. Und Leute kommen also quasi deutsche Hörmann, ne? Mhm. So, bewerbt euch einfach hier. Cool mit Moin. Praktikanten. Partner. Langguter Fortland für die Zeugen.
schön gestaltet. Ich habe letztens auch noch ein Dings kennengelernt, einen, der in so ein Dings drin ist, wie du gerade sagst. Ja. Der Knüller ist, wenn, guck mal, das Problem ist, wenn ich in eine Firma reingehen sollte, ja, werde ich meistens definitiv bei denen an den Konvois kaum teilnehmen können, weil ich entweder selber streame oder halt bei euch mitfahre. Ja. Deswegen bin ich bei iPhone. Weil deswegen kann es mal sein, dass ich manchmal bei sein kann, aber manchmal auch wieder nicht bei sein kann. Das ist halt das Blöde, weißt du? Da ja solche Firmen meistens immer im Konvoi fahren, ist natürlich blöd, wenn ich halt jedes Mal nicht dabei bin. Dann ist es ja auch blöd, wenn ich in so einer Firma bin und kaum was mit dem Unternehmen, ne? Ne, dann komm doch zu iFog, das reicht doch auch. Ah, ich guck mir halt mal alles an. Ich bin gerade bei Langgut-Transporter. Ja, hast du einen AS15-Servo und einen AS13-Servo halt. Und ja, bist du nicht der Jüngste. Alle so geile Lackierungen. Aber am geilsten gefällt mir die halt von Roto. Von Road Rider. Von Road Runner. Besucht uns doch auf Facebook, cool nochmal. So. Gestern waren wir noch einmal gewesen. Da haben sie mich lange und haben die Kante und dann sehen wir uns, okay? Ja, sieht ja schön aus. Kann ich nicht funzen. Ey, ey, ey. So. Das und das quasi bei ETS ist dann halt im Namen dieses Klammer, Fragezeichen, ja, Klammer zu halt, ne? Wie es aussieht, wie es bei jemandem ist. Polo, okay. Okay, schön, schön, schön. Ich glaube, wir waren gestern wieder unterwegs, aber okay. Okay, wer hat bemerkt, dass sie die ganze Zeit ohne Hänge aneinander fahren? Ich hab irgendwann einmal. Keine Ahnung. Ich hatte sie, hab ich gerade erst gesehen. Wo ist mein Hänger? Warte mal. Ja, ich werde nochmal drauf zurückkommen. Mal gucken. Ach, den habe ich da erst. Ah, okay. So, laut Bildern seid ihr eine coole Truppe. Na, schön viel was los. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal schön auf Gefällt mir drücken. So. Schick mir auch mal die Seite, ich möchte es mir auch mal angucken. Ja, warte. Zu schnell. So, ich gehe jetzt nach Mannheim zurück und danach ganz auch mal sicher, ne? Super, da stehen wir hängen, ne? Aber warum? Bist du vielleicht irgendwann mal auf Tee? Okay, so. Macht das ein Set. Keine Ahnung. Wie soll ich jetzt den bringen? Hä? Brech doch einfach ab, fahr weiter weg und ist er irgendwo weg. Auftrag abbrechen, ja, den krieg ich nie wieder. Die Schranke ist zu. Die Hauptsache ist, wenn ich in eine Firma reingehe, dann kann ich LKW fahren, was ich will, weißt du? Unifarbe. Ja, weil es gibt auch Firmen, wo du halt Scania fahren musst oder das fahren musst. Und ich stehe halt lieber auf Volvo statt auf Scania, weißt du? Jo. Vor allen Dingen auf den FR 12 hier, ne? Hab ey, dann 43.000 Kilometer drauf. Also, ja, Z33, dann würde ich aber nicht so viel trinken beim Arbeitsvertrag unterschreiben und so. Wie viel Desperados hast du denn schon? Also, wenn er davor was getrunken hat, dann wollte ich auf jeden Fall gut duschen gehen. Ja. Und die Augen offen halten. Und Zähne putzen und Kaugummi fressen und ja, kommt drauf an, wie viel er getrunken hat. Naja. Und der Kontrolle läuft doch. Gibt es irgendwie immer, vielleicht sonntags bei euch irgendwie so eine Sitzung, wo ihr teilnehmen muss halt, wegen neuesten Informationen? Gibt es da sowas bei euch? Jeder Fahrer wird ein Fahrtenbuch schön, weil dieser Locken wird. Das heißt, ich müsste
jedes Mal halt gefragt, das heißt, es dauert dann immer etwas länger, wenn ich halt mit Betrügern so unterwegs bin. Dann muss ich das erst alles eintragen und dann kann ich nicht so schauen, okay? So, mal gucken. Seid ihr noch da? Ja, ich höre dir zu. Ich lese mir gerade hier alles durch, aber. Und dann bin ich hier fick und fertig heute. Echt? Ja, ich bin zu müde. Ey, vor allem sind wir noch Paris. Ah, da wäre Reims gewesen, ne? Scheißdreck. Nein. Mitglieder. Leck mich ja mal, ich bin noch viele. Geschäftsmann, ja, okay. Er hat so eine richtige Firma aufgemacht, oder was? Die Sensemann 86. Okay. Den Namen habe ich auch schon irgendwo mal gelesen. Besprechungen sind in der Regel freitags ca. 20 Uhr. Okay. Ja, das kenne ich ja bei den meisten Firmen, weil die halt dann so abzwischen. Das ist die kommende Woche oder so, oder ich. Gibt's ja auch mal. Sorry. Hau dein Energy rein, Mann. Ja, wenn du müde bist, dann gehst du ins Bett. Wenn ich müde bin, dann hau ich ein Bier und so einfach irgendwie. Hey, ich brauche Energy for Monsters, dann würde es wieder gehen, aber ja, egal. Ja, ich guck mir das nochmal genauer an. Dann guck ich mal, für was ich mich entscheide. Auf der Hits, auf der Hits. Okay, handschriftlich, ja. Handschriftlich wäre bei mir besser, weil jedes Mal, dann, wenn ich einen Stream laufen lassen habe, und ich muss dann jedes Mal raustappen, ne? Da habe ich auch keine Lust, wenn ich jetzt mal, dann nehme ich mir lieber einen Zettel und Stift und dann schreibe ich dann auch. Das ist für mich besser. Ich guck mir gerade die coolen Bilder an. Okay. Sieht schon aus. Vorwärts. Hätte es mir bei. Na, auf jeden Fall werde ich mir da mal eine Nacht überschlafen. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr dann bewerf ich bei euch. Wenn nicht, dann mal gucken. So. Ich wollte mich da auch gerne bewerben, aber ich bin ja in der Spedition drin. Bleib ich da erstmal. Was ich lackiere, also ich bin in keiner Spedition drin, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht irgendwie so den... Ne, okay. Keine Verpflichtungen. Okay. Fertig. Ich möchte sowas mal austesten, so wie das ist, heißt ja. Einmal muss man ja sowas mal testen. Naja, okay. Was mut, war? Ich bin jetzt schon fast 400 Stunden die ganze Zeit im Multiplayer gefahren, war noch nie einmal in irgendeiner Firma oder so. Ich bin immer für mich alleine gefahren. Muss man sowas mal austesten. Was ist jetzt der Vorteil von der Firma? Du hast heute die... Weiß ich nicht was. Ne, du spielst dann halt mit anderen noch. Achso, okay. Du fährst mit dem Konvoi halt. Ja, das muss ich mir auch machen, aber wir machen es eigentlich... Nicht für dich, sondern quasi... Für die Firma. Virtuell für diese Firma halt. Okay, du wirst an mir werben und arbeiten hier. Ja, kann man gerne machen. Das hört sich ja ziemlich... Ich guck mal hier grad das Foto an, wo die alle stehen, ey. Nice. Kann das sein, dass bei euch halt die meisten Scania fahren? Ich sehe mehr Scania als Volvo. Volvo hat auch mehr PS. Ich glaube, Scania gibt es doch auch mit 750, oder? 730. 700, ja, die 20 PS da. Die machen schon den Unterschied. Genau so sieht's aus, mein Kumpel. Mein Gümmel. Hier auf dem, der Brady, der hat hier auch, ne, nicht ganz so Brady. Der FedEx, der fährt hier den schönen alten Volvo FH60 Classic. Geile Maschine. Bei mir laufen die nur hier nur. Den werde ich dann definitiv auffahren. Den oder halt den etwas aktuelleren.